So, wir haben kennengelernt die Standard-Turing-Maschine. Wir haben kennengelernt diese ZWTM, also diese Turing-Maschine mit einem beidseitig unbeschränkten Band. Wir haben kennengelernt die K-Band-Turing-Maschine. Und wir haben jetzt kennengelernt die NTM. Und haben gezeigt, dass sie alle im Prinzip identisch sind. Also alles, was wir mit diesen Maschinen machen können, das können wir auch schon in der Standard-Turing-Maschine machen. Wo wir eigentlich hinwollen, dass wir die Turing-Maschine als ein universelles Modell letztendlich verwenden wollen für Berechenbarkeit. Ja, oder auch von mir aus als ein universelles Modell für irgendwie einen Computer. Was wir jetzt haben, also alle Turing-Maschinen, die wir bislang hatten, die haben sowas wie ein fest verdrahtetes Programm. Ja, wir haben eine Turing-Maschine zum Kopieren, wir haben eine Turing-Maschine, um nach links zu laufen, nach rechts zu laufen, um Zahlen zu raten. Also alle Turing-Maschinen, die wir bislang haben, haben quasi ein festes Programm. Ja, das wäre so, als hätten sie jetzt irgendwie hier so einen Laptop, der nur Word ausführen könnte. Ja, oder der nur Excel ausführen könnte. Das ist natürlich nicht irgendwie das Ziel, was wir erreichen wollen. Schau das mal so hin, Computer, der nur dieses eine Programm, Microsoft Word oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm ausführen kann, der ist relativ nutzlos. Das heißt, das Ziel, was wir jetzt eigentlich haben, wir möchten eigentlich eine universelle Turing-Maschine haben, die wir mit einem beliebigen Programm füttern können. Ja, also genauso, wie Sie das so kennen, wenn Sie irgendwie hier programmieren, mit einer Form von in irgendeiner Programmiersprache. Ja, die Programmiersprache, die wir jetzt irgendwie eingeführt haben, ist ja relativ abstrakt. Wir haben jetzt gelernt, irgendwie Turing-Maschinen mehr oder weniger zu programmieren. Und was wir jetzt eigentlich ganz gerne hätten, wäre eine Turing-Maschine, ja, die wir letztendlich mit einem beliebigen Programm füttern können. Ja, und dann irgendwie eine Eingabe geben können. Und dann soll diese Turing-Maschine, diese universelle Turing-Maschine, ja, so Idee, wir hätten gerne universelle Turing-Maschine, ich nenne die mal U. Da geben wir quasi als Eingabe einmal das Programm einer Turing-Maschine rein und irgendwie das Wort W. Ja, und was soll U jetzt machen? U soll M auf W anwenden. Das ist irgendwie das Ziel. Das ist, ist die Eingabe im Prinzip. So, Turing-Maschinen können wir jetzt. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie können wir eine Turing-Maschine beschreiben? Wie können wir eine Turing-Maschine M beschreiben, um sie der Maschine U als Eingabe zu geben? Das ist natürlich gar nicht so einfach. Das erste Problem, was wir haben, nochmal zurück. Also das Ding selbst, dieses U, das soll selbst auch wieder eine Turing-Maschine sein. Das heißt, eine Turing-Maschine besteht ja immer aus einer endlichen Zustandsmenge, aus einem endlichen Eingabealphabet und dann irgendwie eine Übergangsfunktion. So, und das erste Problem, was wir hatten, Zustandsmenge einer Turing-Maschine war eine beliebige endliche Menge. So, und wenn wir uns jetzt irgendwie 27 Turing-Maschinen angucken, ja, dann haben wir da vielleicht auch 27 unterschiedliche Bezeichnungen von den Zuständen. Das müssen wir also irgendwie vereinheitlichen. Das ist mehr, dass wir eine Konvention festlegen für die Benennung von Zuständen. Sonst kommen wir da in ein Problem. Also Konvention, einheitliche Benennung von Zuständen. Ja, und was wir jetzt tun? Wir machen einfach eine fortlaufende Nummerierung von Zuständen. Und zwar fangen wir damit an, dass unser Haltezustand, der bekommt immer die Nummer 0. Startzustand, der bekommt die Nummer 1. Ja, und weitere Zustände fortlaufend von 2 bis, so wie wir halt gerade brauchen. Ja, weil jede Turing-Maschine hat immer eine endliche Anzahl von Zuständen. Ja, das heißt, wir würden jetzt einfach fortlaufend nummerieren, Haltezustand die 0, Startzustand die 1, ja, und die Zustände, die wir dann noch brauchen in der entsprechenden Turing-Maschine, werden einfach fortlaufend von 2 bis n nummeriert. So, das ist irgendwie eine Konvention, verwenden wir jetzt für alle Turing-Maschinen. So, das zweite Problem, was wir haben, wir hatten beliebige Eingabealphabete. Oder Bandalphabete sind es ja mehr, weil wir ja auch schreiben können. Auch das waren immer beliebige Bandalphabete, aber immer irgendwie endlich. So, und auch hier,
sagen wir jetzt, auch da überlegen wir uns eine Konvention. Und zwar, wir verstehen alle Alphabete als quasi eine Teilmenge, ja, eines universellen Alphabetes, was wir auch einfach fortlaufend nummerieren. Also alle Alphabete, also wir nehmen sozusagen alle möglichen Zeichen, die wir uns jetzt vorstellen können, die packen wir einfach in eine Menge rein, die nennen wir, ich nenne die mal Sigma unendlich. Die kann beliebig groß sein. Die Zeichen benennen wir irgendwie auch fortlaufend nummeriert. Ja, und das A0, das sei unser Blank. Das ist ja irgendwie das Sonderzeichen, was wir brauchen. Und auch damit könnten wir jetzt, wenn wir sagen, so, wenn wir eine beliebige Turing-Maschine haben, ja, dann picken wir uns quasi die Zeichen raus, die diese Turing-Maschine benötigt. Das ist eine endliche Teilmenge aus diesem Alphabet. Und wenn ich die so interpretiere, fortlaufend nummeriert, ja, auch dann können wir Zeichen interpretieren. Das ermöglicht die Nummerierung von Zeichen. Wir interpretieren dann einfach die Zahl J plus 1 als das J-te Zeichen und A0 ist gerade ein Strich. Ja? So, wenn wir diese beiden Konventionen festlegen, dann können wir quasi einmal die Zustände, können wir durch eine Zahl darstellen und wir können auch die einzelnen Zeichen unseres Bandalphabets als Zahlen darstellen. Damit können wir eine beliebige Turing-Maschine kodieren. Das heißt, wir können eine Turing-Maschine in einer Art und Weise darstellen, dass wir sie dieser universellen Turing-Maschine als Eingabe geben können. Das Ganze hat einen ganz fürchterlichen, nein, so fürchterlich ist der Name gar nicht, schimpft sich Gödelisierung. Ist benannt nach einem Mathematiker, Kurt Gödel, der hat ein paar ganz wichtige Ergebnisse erzielt.